bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Der Gianni Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Spannend! Bereits am Samstag trifft der Tabauen zweite Hergiswil daheim auf den Tabauen erste Krieseren. Am 1. Oktober hat Hergiswil gegen Krieseren noch beschämend hoch 29-7 verloren. Gelingt die Revanche? Wilisau trifft auswärts auf Einsiedeln und Freiamt auf Schattdorf. Wer gewinnt? Der Gianni meint. Jetzt beginnen wir für die vorletzte Runde für die Premier League. Mhm. Das heisst, was vorher gesagt ist, die ersten vier haben wir jetzt schon. Der vier Halbfinalist, aber jetzt welche ist möglich, probieren etwas sparen für Kraft oder probieren etwas für Pokeren, für welche Gegner für besser passt. Aber das ist nicht so einfach, wegen rechter Runde gerade halbe für drei am Kriessen, welche sehr viel entscheiden. Aber jetzt machen wir schnell Vorschau für die vorletzte Runde. Ringerige Schadorf gegen Freiamt, das ist klar, jetzt Schadorf blieb für fünfter Platz, das heißt Schadorf nicht abstiegen, aber noch zwei Kampf nachher nicht mehr weiter ringen, das heißt Schadorf haben noch zwei Kampf und die Saison ist schon beendet, leider, letztes Jahr ist besser gepasst, letztes Jahr ist vierter geworden für Schadorf, letztes Jahr passt es nicht. Aber Freiamt, wenn man relativ gut positionieren, unbedingt muss gewinnen gegen Fürschadorf. Aber ich dort schätze den knappen Sieg für Freiamt. Ich sage, knappen Sieg ist ein 3-4 Punkt Sieg für Schadorf. Zweiter Kampf Einsiedeln gegen Wilisau. Das ist genau die gleiche Situation. Jetzt Wilisau ist Vierter, aber wird nicht Vierter bleiben. Glaube ich. Und für Einsiedeln, wenn man zwei junge Gesetze, ist auch immer noch möglich. Relativ hoch gewonnen und ich glaube, wir sind auch hoch gewonnen. Dritter Kampf, Hergiswil zu Hause gegen Fürkiessen. Ist klar, ist momentan so aussehen. Zweiter zu Hause gegen Fürkiessen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass jetzt momentan diese vier Mannschaften ist gleich stark. Das heißt, ich sage, 50% für Hergiswil gegen Krieseren. Vielleicht etwas Vorteil für Krieseren wegen Hergiswil haben ein, zwei verletzt. Aber das ist schon schauen. Samstagabend 10 Uhr weiß mehr. Aber dort ungefähr 51-49% gebe ich für Krieseren und gewinnen. Ein relativ knapper Sieg bei Freiamt gegen Schattdorf, ein deutlicher Sieg für Wilisau gegen Einsiedeln und ein bisschen mehr Chancen für Krieseren gegen Hergiswil. Das meint der Gianni und was meinst du? Sag uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringen Telenapf. Ringe dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.